Wir schauen auf Marita Kramer aus Österreich und auf die Frau, die Katharina Althaus noch gefährlich werden kann. Wie weit geht's für Marita Kramer? Ist hoch, ist weit, der ist ziemlich gut. Und ich befürchte, aus Sicht von Katharina Althaus, dass der zu gut war. Und sie sich vorbeischiebt an der deutschen Supersprung 134,5 von Marita Kramer. Und jetzt wird's nicht gereicht für sie. Marita Kramer aus Österreich gewinnt den